Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Oh yeah. Nein, das war knapp. Und übrigens, wir haben ein Spitzel unter den Wärtern, der Eiergärken. Und Eiergärken hat mir erzählt, dass meine Sachen nicht durchsucht wurden wegen des illegalen Beutels in unserer Truhe. Deswegen können wir eigentlich ganz chillig sein, auch wenn wir untersucht werden. Der Beutel, der wird uns retten. Ist sowieso Yannick und Alpha. Von daher, was soll's. Ne, ihr beiden oder ihr drei. Oh, gefallen? Ach ja, es gibt ja noch Gefallen. Wir gucken mal, ob der illegale Beutel wirklich aktiviert wurde. Tatsächlich 80%. Der hatte vorher 100%. Das wäre echt verwirrend für mich gewesen, wenn ich dann im Endeffekt festgestellt hätte, der hat schon 80%. So, wir werden. Haben wir irgendwas Illegales hier am Start? Ne, gut. Wir werden erstmal zum Frühstück gehen, ganz normal. Wir haben ja ein Loch zu buddeln nachts, tags, während der Arbeit, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall Zeit. So, lenkt die Werte ab, wenn Abendessen ist. Das geht klar. Zu viel. Okay, was sind unsere derzeitigen Gefallen? Rolle Klopapier von Walter. Kartenpaket von Walter. Officer Zeff verprügeln und Abendessen-Krawall. Kann man das verbinden? Leider nicht. Ach, der Progo mag mich. Cool. Immerhin einer, der mich mag. Da ist mein Spitzel. Hallo Eiergärken, was geht? Hast du noch irgendwas zu stecken? Aber ich erzähl's niemandem weiter, dass du mein Spitzel bist. Wäre vielleicht ein bisschen blöd für dich. Ich beeile mich hier schon. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, es geht zur Arbeit. Arbeit ist gut. Wir sind derzeit dabei, ein Loch zu graben in die Freiheit. Und mir wurde gesagt, dass hier über uns, da im Norden, befinden sich die Wärterbaracken. Und ganz unten beim Ausgang befindet sich der Ausgang, logischerweise. Das sind also die Punkte, die wir definitiv besuchen werden. Die Frage ist, ob wir das schaffen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, beim ersten Mal ist es immer so eine Sache. So, 120. Die letzten Tipps. Ja. Der Tipp hat sich auch definitiv gelohnt. Ich weiß nicht, wie oft sie noch diesen Schlüsseltipp geben wollen, aber der nervt mich mittlerweile. Ah, naja, was soll's. Vielleicht haben die einfach keine hilfreichen Tipps mehr. Vielleicht gibt's einfach nichts Hilfreiches mehr. Was ist hier mit euch los? Yannick und Alpha. Jetzt kommt da noch ein Dritter dazu. Darklight. Was? Dieses Gefängnis ist ein bisschen seltsam. Ich verstehe die Leute einfach nicht. Aha, ein Wärter hat da hinten hingeguckt. Allerdings habe ich gerade einen Hotspot gesehen, den wir benutzen können, um irgendwas auszuhacken. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ach, ich liebe die Musik. Wir holen uns, denke ich mal, gleich mal die Schaufel und machen unser Loch mal fertig. Hier backen überall Leute fest. Das ist seltsam. Scheiße, meine Hotspots sind alle weg. Was zum Teufel? Habe ich vorhin Hotspot gesagt? Ich meine natürlich, ich habe eine Stelle gesehen, wo die Wärter mich nicht sehen. Das war das, was ich sagen wollte. Die Frage ist nur, was diese Stelle mir jetzt im Endeffekt nützt. Man weiß das halt nicht. Ne? Wir holen erstmal kurz die Schaufel und graben noch ein paar Millimeter. Wobei, doch, das können Sie sehen. Ich habe gerade hier unten Wärter lang gelaufen sehen. Ich habe nämlich gedacht, hier ist eigentlich ein cooles Versteck. Hier sieht mich niemand. Aber ein Wärter ist gerade unten lang gelaufen. Da läuft er auch wieder. Von daher ist das jetzt nicht so toll. Ach, verdammt. Okay, lassen wir hier liegen. Komm, scheiß drauf. Na gut, Mittagsappell. Wir haben ja gleich ein bisschen Freizeit, da können wir ein bisschen graben. Holen wir uns noch ein paar Löffel und wir liegen da. It's finest! Leider nichts für dich. Ruhe! Wir sind die Wärter am Start! Ja, ich mach ja schon. Mach schneller, Zero. Stell dich schneller an, ist klar. Ja, meine ich Quest, die wir jetzt auf die Schnelle nicht kriegen, ne? Nein. Abendessen muss ich mir nur merken. Und. Ach, wir könnten jemanden verprügeln eigentlich, ne? Officer Zeff, wir müssen ihn nur finden. Wir müssen diesen Zeff finden. Daniel Zeller und Lukas. Komm, gut. Spare ich noch ein bisschen mit meinem Beutel.
Sealord. Ey, Sealord mag mich. Kevin mag mich. Cool, die Leute mögen mich. Wieso mich Eiergag nicht mag, vielleicht muss er vortäuschen, dass er mich nicht mag. Ich weiß es nicht. Alter, bist du Zeff? Bist du Zeff? Wer ist jetzt Zeff? Zeff, mein Freund. Hallöchen. Geh irgendwo hin, wo dich niemand sieht. Dann verprügel ich dich. So, Wein, schon wieder Wein. Ups. Das nehmen wir mal mit. Hey, Daniel Seiler, bleib mal kurz stehen. Warte, was ist denn hier? Das kriegst du von mir. Bin ich nicht nett? Ich bin nett, ich weiß. So, ich brauchte nämlich unbedingt. Wie grab ich nochmal? Achso, ja. Ich brauchte unbedingt Platz für die Mauer. Ich find's cool, dass wir hier so eine Stelle haben, wo uns niemand stört. Niemand sieht, dass wir hier graben. Eigentlich recht cool. Ich denke mal, ich werde mich da links durch die Mauer auf jeden Fall prügeln. So könnten wir eigentlich ganz easy auf die andere Seite des Zaunes kommen, ne? Ich meine, was es uns bringt, ist eine andere Sache, weil wir graben uns sowieso gerade in die Richtung. Von daher, was soll's? Ich will das Loch noch zu Ende buddeln. Perfekt. Ach, verdammt. Das liegt in den Scheiß. Ich muss zum Abendessen. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ja, ist ja gut. Ich bin ja schon da, Mann. Regt euch ab. Regt euch ab. Ich war hier auf dem Weg hin. Hoffentlich regt sich niemand auf, dass es kein Abendessen, ne? Aha, wir haben aber schon so... Officer Zeff schon wieder? Wir haben schon... Nee, wir können heute das Abendessen nicht stören. Weil... Hä? Wo laufe ich denn lang? Weil wir so viel von den Wärtern schon an Prozenten haben. Das geht nicht. Ich könnte quasi entkommen, wenn ich jemanden zusammenschlage. Ich muss ja nur einen Wärter zusammenschlagen und weglaufen. Mehr muss ich ja nicht. Bin schon zu müde. Ach, wegen dem Graben, ne? Bist du Zeff? Wieso bewacht uns hier niemand? Ich kann hier jeden zusammenschlagen, den ich möchte. Wenn ich es denn wollte. Ach cool. Weil er einer von meinen Bros war, konnte ich ihn einfach zur Seite schubsen. Ist eine coole Nummer. Was kann ich das denn noch machen? Ah, jetzt bin ich zu müde, okay. Komm. Baum, geh. Geh, Baum. Du bist mein Freund. Ich mag dich. Du hast extra für mich Platz gemacht. So, eigentlich könnte ich auch hier duschen, ne? Nee. Weil die Dusche würde angehen. Seltsamerweise. Da, Eiergärken. Ich habe nichts gemacht und er mag mich plötzlich. Ich habe ihm weder etwas gegeben, sonst noch irgendwas. Aber er mag mich einfach. Das Wasser ist zu kalt und wird verprügelt. Klasse. Was war das denn? Braunes Magazin auf Daniel Seiler. Von heißt das wahrscheinlich, ne? So, ich will Abendfreizeit. Dankeschön. Okay, graben wir noch ein bisschen, ne? Ich finde das cool. Ich gehe hier einfach hin und mache meine Arbeit. Zack. Stört niemanden. Okay. Leider bricht das Ding gleich zusammen. Wir brauchen echt irgendwie mal eine bessere Schaufel. Das war's, wir brauchen Streben. Klasse. Ich will das Loch nicht zumachen. Nein. Ich will das Ding loswerden. Darf ich das hier echt nicht hinlegen? Muss ich das hier hinlegen? Muss das Zeug irgendwie loswerden, ne? Aber wir sind keine Toiletten. Wir sind einfach keine Toiletten. Oh Gott!
Da gehe ich nicht nochmal rauf. Scheiße, ich will jetzt Dreck. Ich will den Dreck loswerden. Wir brauchen den illegalen Beutel. Wir müssen den illegalen Beutel mitnehmen. Fuck. Muss das Ding doch hier. Ah. Ach, den Dreck darf ich nicht unten loswerden, aber den ganzen Rest kann ich da unten loswerden, oder was? Na gut, lassen wir den Dreck erstmal liegen. Vielleicht finden wir noch eine Stelle, wo wir es irgendwie verstecken könnten, ohne dass jemand da was merkt. Nee. Aber in der Metallwerkstatt, das kommt irgendwie mal ein Wärter drin, habe ich gemerkt. Die gehen da hinten nicht in die Metallwerkstatt. Wieso nicht? Oder irre ich mich da? Kann man sich nicht hier einfach ganz easy durch den Zaun bohren? Was ist das denn? Warum? Warum ist hier ein Zaun? Okay, da ist auf jeden Fall ein Zaun, durch den man sich easy durchbohren kann. Oh, hallo Alpha. Ich brauche nichts von dir. So, was haben wir denn hier so Schönes? Wir brauchen ein Metallblech, ne? Wir haben auch eine gute Spitzhacke, ne? Ich würde sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir nehmen mal den Beutel mit. Haben wir noch Abendfreizeit? Wir haben noch ein bisschen Abendfreizeit. Wir können es noch schaffen, die Spitzhacke abzulegen. Bin schon da, bin schon da. Ich komme rechtzeitig mit Alpha zusammen. So, alle nochmal ein Like. Das könnt ihr gerne auch verpassen. Likes sind immer gerne gewünscht. So, wer wird untersucht? Hat er schon gesagt? Nee, gut, perfekt. Schon wieder werden die Essensrationen rationiert. Yeah. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch ein Brotkrümel oder so. Folgende Bahnen bekommen ihre Zellen inspiziert. Ich gehe schon mal. Alpha und Baum. Ach, sehr schön. Der Novrik will also baumübel sein auswischen, ja? Na gut. So, den illegalen Beutel legen wir da hin. Spitzhacke haben wir da hinten am Start. Wir müssen uns mal aufmachen, irgendwie mal eine Schaufel zu erstellen, ey. Wir brauchen diese Schaufel. Weil wir können so weitermachen wie bisher auch, aber. Ups. 99%? Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab gar nichts gemacht! Ja, komm, dann schlag mich halt zusammen oder ich schlag euch alle zusammen. Ne, das ist Ausgangssperre, ne? Eigentlich müssen mich die Sniper töten. Glaube, das war eine schlechte Idee, hier lang zu laufen. Sniper, tötet mich! Okay, Morgenappell ist fast vorbei. Aber es macht nichts. Gleich ist Ausgangssperre, wenn ich es nicht schaffe, oder was? Oh, ich dachte schon. Yannick und Finest LP. Okay, gut. Danke, Leid. Ich könnte deinen Hammer gebrauchen. Dankeschön. Und das Holz kann ich eigentlich auch gebrauchen. Ich danke dir, mein Freund. So, legen wir mal das Holz ab. Beziehungsweise nehmen wir das Holz mit. Ist das illegal, so eine Streben? Ich glaube, so eine Streben sind illegal, ne? Wir brauchen wieder Folie und was war das andere? Klebeband. Folie und Klebeband brauchen wir. Hier ist leider nichts. Ich weiß, wir sind nicht beim Frühstück, aber es wird schon nichts Schlimmes passieren. Eine Kokosnuss. Eine Feile brauchen wir jetzt dr so dringend, glaube ich, nicht. Haben wir eine Feile? Ach du Scheiße, nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich muss den Wärter nur aus dem Weg gehen. Nein! Sagte er und ließ sich erwischen. So, Gartenstelle übrigens. Kein Klebeband, kein gar nichts. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Alle Wärter mir gleich aufs Maul geben möchten, ne? Ich arbeite hier ganz zufrieden. Mache meinen Job. Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Ich mache meinen Job. Und das richtig gut. Trotzdem beschweren sie sich die ganze Zeit.
Es arbeitet einfach niemand in der Metallwerkstatt. Ernsthaft? Die Metallwerkstatt bleibt auf jeden Fall leer. Wir werden uns da durchbohren. Da kriegen wir schon mal Metallblech ohne Ende. Dann können wir uns die Schaufeln herstellen. Das ist richtig gut. Und ich glaube, da war auch keine Kamera drin. Wir müssen uns aber immer noch irgendwas überlegen wegen nachts. Wir müssen ja irgendwie nachts aus unserer Zelle rauskommen, ne? Ich habe zur stiller Stunde nach der letzten Aufnahme mal so eine Wand eingerissen und gesehen, es ist eine normale Steinwand. Die kann man also normal mit so einer Wand, wie wir hier auch gemacht haben, ersetzen. Das ist ja gar kein Problem. Nur wenn wir da rauskommen, wie fahren wir fort? Wir sind also aus unserer Zelle draußen. Perfekt wäre es, wenn wir uns natürlich hier durchbauen könnten, aber wie ihr seht, läuft ja hier immer jedes Mal ein Wärter entlang. Wir müssen uns gleich auf der Seite rechts ordentlich mal umsehen und irgendwo eine kleine Stelle finden, wo wir uns durchbohren können. Ach, wir brauchen gar keine Schaufel. Wir sammeln einfach ein paar Tage lang. Du sammelst das Dreckautomat scheinen. Egal. Wir sammeln einfach ein paar Tage lang diese Kellen auf und dann ist gut. Wir müssen aber noch die Strebe rüberbringen, ne? Wir müssen die Strebe rüberbringen. Moment, ich weiß, wie ich das dann loswerde. Hey, Alpha. Guck mal, wie viel ich habe. Ich hab dir ein bisschen Sand gegeben, das ist nett. Okay, Alpha mag mich schon mal gar nicht. Das ist jetzt ein kleines Problem. Wir müssen sowieso noch Zeph zusammenschlagen, ne? Dann klauen wir. Officer Rexas, okay. Dann klauen wir auf jeden Fall schon mal von Rexas und Zeph die Waffen und geben sie Alpha. Weil Alpha wird mich sonst nicht in Ruhe lassen. Der wird mich jedes Mal zusammenschlagen wollen. Und das wird Probleme geben. Aber wir können so drecklos werden. Die Frage ist, wenn wir einem Wärter das Dreck irgendwie geben, wie sieht's dann aus? Wir könnten natürlich auch warten, bis einer unserer Freunde auf dem Boden liegt und tot ist. Und dann müssen wir eigentlich nichts anderes machen, als ihm die Sachen zustecken. Mehr müssen wir da nicht machen. So, wir brauchen Alufolie. Wir könnten zwar jetzt an der Mauer arbeiten, wir brauchen aber Alufolie und Klebeband. Ganz wichtig. Natürlich hat niemand so etwas. Fasse ich doch nicht, ne? Also, Zweines hatte schon mal nix. Weiß ich noch. Bitte sieh mich nicht. Bin schon draußen. Bin schon draußen. Ja, ist ja gut. Aber ich brauche doch Alufolie. Scheiße, kommt schon der nächste Wärter. Ich fasse es nicht. Leck mich doch. Okay, dann schlage ich jetzt den Rexas zusammen. Bist du Rexas? Oh, hast du nochmal Glück gehabt. Bist du Rexas? Ah, bist du Lord? Ich könnte dich aber auch zusammenschlagen. Rexas. Oh, hallo, mein Freund Rexas. Wie geht's dir denn heute? Hast du schon mal aufs Maul bekommen? So. Holz kann ich auch für Streben gebrauchen. Ich danke dir. So, dann würde ich sagen, beim nächsten Appell werden wir ihm dann den Hammer geben, ne? Dennoch brauchen wir jetzt noch die Sachen für den illegalen Beutel. Ah, Brecheisen. Ah, scheiß drauf. Wir brauchen keine Schaufel, ne? Wir brauchen keine Schaufel. Alufolie. Halt, Alufolie habe ich doch irgendwo gesehen, oder? Hatte ich nicht die Alufolie irgendwo gesehen? Bin ich blöd? Oder war es Pfefferminzbonbons? Ich glaube, es waren Pfefferminzbonbons, die ich die ganze Zeit gesehen habe. Wir gucken nochmal kurz bei jetzt Feines rein. Wobei, ich scheiße auf Abendessen. Solange wir nicht entdeckt werden. Obwohl wir haben 64%. Wir sollten definitiv zum Abendessen gehen. Sonst haben wir nämlich ein Problem.
Bitte mach keinen Stress. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon. Okay, wir dürfen derzeit keinen Stress machen. Ach, schon wieder Abendessen und ich habe 60%. Ich kann niemanden zusammenschlagen auf diese Art und Weise. Ah. Mist. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Hat jemand für mich vielleicht Alufolie für mich? Der mag mich nicht mal. Hauptsache Klebeband haben sie alle. Na gut, wie viel Stärke haben wir? 81, da geht noch was! Da geht noch was an Stärke. Hallo Daniel Seiler. Ah, schade. Wenn ich es jetzt rechtzeitig schaffe, in den Raum zu gehen, ein Stück Sand zu holen und es ihm irgendwie in die Taschen zu schmuggeln, dann sind wir die Erde auf jeden Fall los. Er liegt da. Ja, ich bin schon da. Ich bin jetzt schon da. So, Daniel Seiler, hier hast du ein Stück Erde. Ich hoffe, dir gefällt das. Er hat kein Kissen dabei. Du bist ein Lügner. Na. Ups. Zu sehr am Kabel gerüttelt. So. Daniel Seiler ist jetzt verwirrt, weil er Sand in der Erde hat. Weil er Erde in der Tasche hat. Kann ich verstehen. Wenn ich plötzlich aufwache und Erde in der Tasche habe, dann denke ich mir auch, was ist passiert? So, das ist gleich Abendessen. Dann holen wir uns gleich erstmal die Streben. Mit dem illegalen Beutel noch funktioniert er ja. Wir brauchen definitiv noch die Alufolie. Die werden wir dann morgen einfach suchen. Das passt schon. Dadum, dum, 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 dum. Ich mag die Musik in diesem Spiel hier. Aber duschen ist langweilig. Ich meine, wir sind alle nackt. Aber wir sind auch alles Männer. Was soll ich mal dazu sagen? Wir müssen natürlich noch Zeph verprügeln, ne? So, 60% hält da noch aus. Dann nehmen wir das hier mal mit. Wir haben zwei Hämmer. Okay. Faszinierend. So, dann wollen wir mal ein bisschen buddeln, ne? Da. Hab ich doch! Ah, ich hab sie liegen gelassen. Wer soll sowas auch ahnen, dass sie da auf dem Boden liegt? Naja, passt schon. Wir kommen voran. Wir könnten uns quasi einmal durch die halbe Erdgeschichte graben. Bis zu den Pferderkabinen. Und da den Schlüssel dann rausholen, den wir brauchen. Wobei, den Zettel. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, das war's. Kaputt. Wäre schön, wenn hier irgendwo eine Leiche liegen würde. Dann könnten wir ihm das unterjubeln. Dann müssten wir den Beutel nicht aufbrauchen. Oder wir schlagen selber jemanden zusammen. Wo ist Alpha? Könnten Alpha easy zusammenschlagen. Oh, Alpha. Ey, der mag mich langsam wieder, ne? Egal, wir schlagen ihn zusammen. Du bist jetzt mein Erzfeind, Alpha. Scheiße. Ich musste wenigstens Alpha zusammenschlagen. Oh, Nugget. Komm mal her. So, gib mir mal die Waffe. Ich hoffe, das sieht keiner. Er. Achso, wir haben ihm Erde geschenkt, stimmt. So. Hi Johnny, komm, du kriegst von mir eine Waffe. Ich bin heute mal sehr nett. So, wir können endlich Alpha jedes Mal benutzen, um irgendwelche Sachen rauszuschmuggeln. Erde ist ein Werkzeug? Naja. Erde ist Müll. Huch. Oh, Johnny. Ach, den Schlagstock haben wir gerade gegeben, ne? Oh Gott! Das
fass ich doch mal nicht. Ja komm, dann schlacht mich halt zusammen. Oh, ich hab Officer Zeff verprügelt. Lass mir mit dem Schlagstock da liegen. Hallo? Ah, scheiße, wir dürfen jetzt nicht untersucht werden. Jetzt haben wir unsere Waffe schon wieder verloren. Was haben wir denn gemacht? Wir haben eine Waffe aufgehoben, klasse. Baum und da gleich schon wieder Baum. Irgendwer hat's auf Baum abgesehen, ne? Naja. Wo ist Alpha? Komm, Alpha. Alpha! Nein! Gerade noch erwischt. Er verkauft mir zwar auch einen Hammer, aber er kriegt auf jeden Fall einen Hammer. Oh. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn er sein Inventar voll ist. Ich frage mich, was in seinem Inventar drin ist. Seltsam. Und Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einem neuen frischen Tag wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.